Washington versammeln sich heute Abend die Massen weiterhin vor dem Kapitol. Sie fordern, dass der Kongress die Veränderung der Fähigkeiten des menschlichen Körpers strikt reglementiert. Dies ist eine Reaktion auf die Behauptung des Biotechnologie-Experten David Sarraf, sein Unternehmen habe einen Weg gefunden, humankontrollierte Evolution für alle zugänglich zu machen. Wir können das Leben aller Menschen verbessern. Wir leisten hier gute Arbeit. Wir helfen den Menschen, ihre physischen Grenzen zu überwinden. Ja, sofern sie für das Verteidigungsministerium arbeiten. Wir sind nicht alle Soldaten. Wir arbeiten mit Lehrern, Ärzten. Wir Menschen glauben oft, wir hätten das Recht, alles zu erweitern, zu vereinnahmen, zu verändern oder zu besitzen, was nötig ist, um unsere Träume zu verwirklichen. Aber hat das nicht immer wieder zu Konflikten mit anderen geführt, die im Prinzip der gleichen Überzeugung waren? Er dachte, wenn die Menschheit die Wahrheit erfährt, wird sie die Erforschung der Humanoptimierungstechnologien endgültig aufgeben. Zumindest hätte sie dann Grund, sie zu fürchten. Korrekt. Ihr Netzhautdisplay müsste jetzt in Ordnung sein. Und auch biomedizinische Daten, wenn Sie Schmerzen haben. Du hast recht. Jeder Lehrer wäre von diesen Dingen begeistert. Du willst es nicht verstehen. Rüstungsaufträge sind notwendig, aber Augmentierungen, die das Denk- oder Reaktionsvermögen optimieren, sind eine Verbesserung für alle Menschen. Wie fühlt sich das an, augmentiert zu sein? Und jetzt wollen wir diesen Traum auf uns selbst anwenden, um von Grund auf zu verbessern, was wir sind. ISS hat so vielen Menschen in Not geholfen, Menschen mit Implantatreaktionen. Es liegt in unserer Natur, uns über unsere Beschränkungen erheben zu wollen. Es ist doch so, uns war kalt, also bewahren wir das vor. Wir waren schwach, also erfanden wir das. Jedes Hindernis, das uns begegnete, überwanden wir mit Kreativität und Einfallsrichtung. Ein endloser Kreis. Aber ist das Ergebnis genug? Das wird wohl davon abhängen, wie wir damit umgehen. Ich kann nicht gutheißen, was Sie und Ihr Unternehmen der Menschheit antun. Ich halte es für äußerst gefährlich. Aber die Ächtung von Humanoptimierungstechnologien muss auf legalem Wege erreicht werden. Herr Generalsekretär, geschätzte Abgeordnete, Ladies und Gentlemen, David Sarraf hat mich gebeten, Sie heute hier zu versammeln, damit wir uns offen und ehrlich über ein globales Problem unterhalten können. Ein Problem, das selbst jetzt droht, unsere Gesellschaft zu zerreißen. Es ist unglaublich. Da beschuldigen uns diese Puristen, in den Lauf der Natur einzugreifen. Dabei hat Megan nur entdeckt, wie man das Potenzial in unserer eigenen DNA nutzbar machen kann. Das ist sicherer und einfacher als alles, was Udaro je zustande gebracht hat. Sie werden niemals das große Ganze sehen. Sie haben nicht den Intellekt, um zu verstehen, was auf dem Spiel steht. Ich werde dieses evolutionäre Grauen auf einen Schlag beenden und unsere Spezies in einen besseren Zustand zurückversetzen. Einen Zustand, in dem wir alle gleich sind. Wenn wir die Freiheit wollen, mehr zu werden, als wir sind, dürfen wir uns nicht von fehlgeleiteter Moral blenden lassen. Einige bleiben immer auf der Strecke. So ist nun mal die Realität. Das ist Evolution. Was ich getan habe, Mr. Jensen? Ich habe jahrelang Leute mit verpfuschten Augmentierungen und implantatbedingten Organabstoßungen wieder zusammengeflickt. Sehen Sie nicht, was hier auf dem Spiel steht? Seit der Mensch aus dem Meer gekrochen ist, wollte er immer mehr sein, als er ist. Die Augmentierungstechnologie ist nur der letzte Schritt auf einem sehr langen Weg. Dabei haben wir ihr Potenzial bestenfalls gerade angekratzt. Wir dürfen nicht aus Angst damit aufhören. Eines ist doch offensichtlich. Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir die Chance, den Göttern das Feuer zu stehlen. Sich jetzt davon abzuwenden, nicht länger eine Zukunft anzustreben, in der Technologie und Biologie gemeinsam eine verheißungsvolle Einheit anstreben, würde bedeuten, die Essenz dessen zu verleugnen, was uns ausmacht. Der Weg dorthin wird mit Sicherheit steinig und einige werden sich dabei verletzen. Aber wenn der Traum wahr wird,
ist es dann nicht die Mühe wert. Aber egal, was Sie von uns denken, wir wollten die Augmentierung nie ächten. Uns ging es nur um ihre Regulierung, um Regeln für die Weiterentwicklung der Technologie. Gesetze, die sicherstellen, dass sie dem Wohl der Gesellschaft dient. Durch Angst. Und er hat schon angefangen. Sehen Sie hinaus, auf unsere Straßen. Wer ist für das Chaos wohl verantwortlich? Die Demonstranten? Nein, das sind Menschen wie Taggart. Menschen, die permanent unsere Unterschiede betonen, anstatt uns nach unseren Gemeinsamkeiten zu vereinen. Viele glauben, dass es einen Grund gibt, warum der menschliche Körper diese Technologie irgendwann abstößt. Aber wie gesagt, ich habe selbst Neurooptimierungen. Und ich glaube, dass alle unsere Entscheidungen unvermeidlich Konsequenzen nach sich ziehen. Albert Einstein hat einmal gesagt, technischer Fortschritt ist wie eine Axt in den Händen eines pathologischen Kriminellen. Es hat eine Weile gedauert, aber endlich verstehe ich, was er damit gemeint hat. Wie oft sind wir dem Traum vom Fortschritt nachgejagt, nur um dann zu erleben, dass er pervertiert wird? Haben die Maschinen, die wir gebaut haben, um unser Leben zu verbessern, nicht in den meisten Fällen das Leben für die Jungen ruiniert? Ich behaupte nicht, dass Augmentierungen die Welt zu einem besseren Ort machen. Aber jeder Mensch sollte selbst wählen können. Er wusste, dass die Anwendung von Technologie, um mehr zu werden, als wir sind, ein Risiko birgt. Wir verlieren vielleicht unsere Fähigkeit zu lieben, zu hoffen oder moralisch zu handeln. Die Essenz dessen, was uns menschlich macht. Außerdem können dadurch einige wie Menschen nach ihren Wünschen formen und dabei bedenkenlos ihre Würde opfern. Sie stellen die Gesellschaft über die Menschen? Also, wer soll diese Regeln festlegen? Kluge und starke Menschen, die wissen, was richtig ist. Herausragende Führungspersönlichkeiten. Ich habe getan, was getan werden musste. Vor 20 Jahren habe ich der Welt die Augmentierungstechnologie gegeben. Ich dachte, ich schenke ihr eine strahlende Zukunft. Doch sie ist nur eine Möglichkeit zur Selbstzerstörung. Kein Gesetz und keine UN-Regulierung hätte das verhindert. Zum Sterben Menschen. Hunderttausende von Menschen werden an den Rand des Wahnsinns getrieben. Ihretwegen. Ich musste die Welt überzeugen. Bis heute dachten die Menschen, wir sollten den Göttern das Feuer stehlen und die menschliche Natur umgestalten. Doch die menschliche Natur ist das Einzige, was uns einen moralischen Kompass und die sozialen Fähigkeiten verleiht, um in Frieden zu leben. Wenn sie zerstört wird, geht auch unsere Spezies zugrunde. Seraph Industries stand in den letzten Tagen zweimal im Zentrum der Kritik. Auch ich war ein Opfer dieser Augmentierung. Zum einen das große Ganze sehen. Ich wurde angegriffen von nicht augmentierten Menschen. Von Menschen voller Hass. Und jetzt sagen Sie mir, wo die wahren Gefahren lauern. Wir können das Leben aller Menschen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich meine, ich habe selbst ein paar Neurooptimierungen, unauffällige, damit ich besser fliegen kann. Aber ich habe mich selbst für die Implantate entschieden. Sie nicht. Und nachdem Sie sie inzwischen getestet haben, was halten Sie davon? Sie haben recht. Die Augmentierung war nicht meine Entscheidung. Und wenn ich die Wahl gehabt hätte, weiß ich nicht, wie sie ausgefallen wäre. Aber heute hat es sich gut angefühlt. Überraschend gut.